Ja, hallo und guten Tag hier aus San Francisco. Das diesjährige Summit von Atlassian ist jetzt fast vorbei. Zeit für mich, kurz ein Fazit zu ziehen. Das Summit stand im Fokus mehrerer Themen. Zum einen das Ökosystem der Partner und der Launch des Marketplaces, zum anderen das große Thema Agilität in der Softwareentwicklung, aber auch Agilität im Unternehmen. Das Thema Collaboration hat eine große Rolle gespielt und auch die Enterprise-Initiative. Fangen wir an mit dem Launch des Marketplaces. Atlassian lebt von einer Welt von über 1000 Plugins, die von Partnern bereitgestellt werden. Mit dem gestrigen Launch des Marketplaces macht es Atlassian den Kunden deutlich einfacher, Plugins zu erwerben zu einheitlichen Bedingungen, mit einer einheitlichen Rechnungslegung und einem einheitlichen Online-Shop. Unter direkten Integration in die Atlassian-Produkte wird die Nutzung von Plugins zunehmend einfacher. Agilität ist hier an jeder Ecke zu spüren. Atlassian selbst ist auf ihre agile Art und Weise extrem gewachsen in den letzten Jahren, hat 100 Millionen Dollar Umsatz erreicht und Agilität wird auch in viele Produkte eingebaut. Im Zentrum steht natürlich Jira mit der Erweiterung Greenhopper. Jira 5.1 wird gerade an der Nutzeroberfläche nochmals wesentlich verbessert. Hier wird Wert gelegt auf das leichte Bearbeiten von Tickets über Inline-Editing, Ad-Mentions und auch die Möglichkeit, über den Jira Issue Collector auf einer Webseite ein ganz einfaches Webformular zu integrieren, um Tickets erfassen zu können. Die Greenhopper-Entwicklungsteams releasen alle 14 Tage neue Produktversionen. Das ist ein enorm schneller Zyklus und die neue Greenhopper-Version 5.10.2 kann sich wirklich sehen lassen. Hier sind die Rapid Boards nochmal deutlich weiterentwickelt worden. Besonders hervorzuheben die Unterstützung von Kanban. Die Nutzung der neuen Greenhopper-Version ist ein ganz wichtiges Argument, wenn es darum geht, bestehende Jira-Installationen auf einen aktuellen Versionsstand zu heben. Der Nutzen wurde gerade durch Atlassian im Support selbst präsentiert. Durch den Einsatz von Kanban zusammen mit Greenhopper ist es hier gelungen, den Durchsatz um 10% zu steigern und die Eskalationsrate an die internen Entwicklungsteams zu halbieren. Collaboration wird immer wichtiger für Atlassian. Das Produkt Confluence steht hier im Mittelpunkt. Die neue Version 4.3, die als Beta-Version jetzt verfügbar ist, bietet ein völlig neuartiges Notification System, also Benachrichtigungen, die ähnlich wie bei Facebook über Änderungen hinweisen, über Aktivitäten der Nutzer hinweisen, sind hier ergänzt worden. Wichtig hervorzuheben, auch nochmalige Verbesserungen des Editors und last but not least die Möglichkeit, in Wiki-Seiten ganz einfach Aufgaben anlegen zu können und dann Confluence auch wie ein Aufgabenmanagementsystem einzusetzen. Und damit ist noch nicht genug. Atlassian ist nun endlich den Weg gegangen, Confluence selbst mit einer mobilen Webseite auf die mobilen Endgeräte zu bringen. Man hat dort Wert gelegt auf die Darstellung von Wiki-Seiten in angenehmer Form auf dem mobilen Endgerät, der Anzeige, der Benachrichtigungen und natürlich auch der Aufgaben, sodass gerade die Zusammenarbeit über die mobilen Kanäle deutlich vereinfacht wird. Ein weiteres Thema zum Abschluss und das ist die Enterprise-Initiative von Atlassian. Das Wort Atlassian Enterprise ist hier an jeder Ecke zu hören. Ganz viele Teilnehmer hatten Enterprise-Badges an ihrer Kleidung kleben und Atlassian begeht hier tatsächlich einen richtigen Wandel. Man hat im letzten Jahr begonnen, etwas mehr auf die großen Unternehmenskunden zu hören. Heute ist es in der Tat so, dass ein intensiver Dialog stattfindet. Mit Jira Enterprise gibt es nunmehr neue Lizenzen für große Kunden, die insbesondere einen höherwertigen Support mit 24x7 Verfügbarkeit mit dem dedizierten Support-Team beinhalten. Es gibt also Entwicklungsteams, die dediziert für die Erfüllung von Anforderungen von großen Kunden abgestellt wurden. Ich denke, das ist nur der Anfang. Es ist zu hören, dass also auch für weitere Produkte, die im Unternehmenskontext eine ganz große Rolle spielen, Enterprise-Aktivitäten geplant sind. Ich denke, wir können hier in den nächsten Monaten Neues erwarten.
Ja, was war für mich hier vielleicht persönlich noch das Wichtigste, was ich mir mitgenommen habe? Atlassian ist ganz stark gewachsen und es ist ihnen auf der einen Seite gelungen, besser auf die großen Unternehmenskunden einzugehen. Auf der anderen Seite gelingt es Atlassian aber auch in diesem Wachstum, das außerordentlich frische Image und die offene Unternehmenskultur zu leben. Und das lässt hoffen auch auf die Folgejahre. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und natürlich auch auf spannende Projekte mit spannenden Atlassian-Produkten bei unseren Kunden.